Leute, was draußen speziell vorbei ist, Night Hedge, willkommen zu einem neuen Kanal. Heute habe ich das angekündigte Tops Finest Bundesliga Video. Ich habe ja schon zwei Boxen der Bundesliga Chrome geöffnet. Und ja, wie angekündigt, habe ich die beiden Boxen jetzt bei der Card Show in Frankfurt abgeholt. Habe mir die bei Inside the Box gekauft. Grüße gehen raus und ja, ich hoffe, sie haben mir zwei schöne Boxen rausgesucht. Die Chrome hatten wir schon geöffnet gehabt. Da muss ich sagen, da hat man ja, so ganz zufrieden mit dem Produkt bin ich nicht. 85 Euro, man bekommt ein Autogramm immerhin garantiert. Aber zwei bis drei Nummerierte, die dann alle eigentlich so bis 250 oder 200 oder 300 fast nummeriert sind. Wir hatten eine Bellingham zu 99 bekommen, sonst alle eigentlich sehr, sehr hoch nummeriert. Auch die Autogramme sehr hoch nummeriert. Also da hatten wir noch, und wir hatten noch Glück, dass wir keine unnummerierten bekommen haben. Ich glaube, man bekommt auch teilweise viele unnummerierte Autogramme. Heute bei Finest haben wir zwei Miniboxen pro Masterbox. In jeder Minibox ist ein Autogramm drin. Und ja, in jeder Minibox sechs Päckchen mit jeweils fünf Karten. Also, coole Menge an Karten. Zwei Autogramme diesmal. Eine Box kostet nicht wie bei Chrome 85 Euro, sondern 110 Euro tatsächlich. Also es kostet ein bisschen mehr, aber man bekommt halt auch zwei Autogramme. Und auch ein paar mehr Parallels. Also ich glaube, man bekommt pro Mini-Box schon mehr Parallels, mehr Nummerierte als in einer Chrome-Box. Und die sind größtenteils auch hoch nummeriert, also auch 250, 300 so. Aber das ist bei Chrome ja auch nicht anders. Und hier bekommt man zumindest mal mehr. Und mal schauen, was wir so ziehen. Ich hoffe natürlich auf niedrig nummerierte Sachen, auf coole Autogramme. Letztes Jahr habe ich ja in meiner ersten Finest-Box tatsächlich Bellingham zu 30 gezogen als Autogramm. Den würde ich mir auch wieder wünschen. Gerne aber auch ein anderer Spieler, wie zum Beispiel Kolo Muani, der ja jetzt tatsächlich gewechselt ist. Beim letzten Mal, als ich Chrome aufgenommen habe, war ja gerade dieser heiße Deadline-Day am Ende. Und er ist tatsächlich noch gewechselt. Ich würde mir trotzdem noch, Autogramm würde ich trotzdem noch mitnehmen. Ansonsten Musiala, Wirtz, die Verdächtigen. Also besonders Wirtz habe ich schon ein Autogramm. Bellingham habe ich schon ein Autogramm. Muani habe ich tatsächlich auch schon ein Autogramm gekauft. Und Musiala fehlt noch. Also Musiala ist so der, den ich am liebsten hier, glaube ich, ziehen würde. Und ja, so sehen die Karten übrigens aus. Cooles Design meiner Meinung nach. Sehen ganz nice aus. So sehen sie von hinten aus. Und ja, Lacroix, Castells. Dann haben wir Insert, Guardians, Niklas Süle und eine Anton Stach, der jetzt auch noch am Deadline Day zu Hoffenheim gewechselt ist. Hier für Mainz, Second Year. Ich lief die mal, aber ja, nur eine Refractor. Ich habe gesehen, bei anderen, viel Grüße gehen raus an Erik, wenn du das siehst, da war immer in der dritten Pack das Autogramm drin, deswegen lege ich das mal zur Seite. Muss nicht heißen, dass das bei jeder Box so ist, aber bei ihm war es so. Deswegen lege ich das mal raus und ich bin gespannt, was wir hier so ziehen können. Ich habe auch noch nie einen Super Fractor übrigens gezogen, die One of One. Ich sehe hier haben wir, ich glaube wir haben eine Insert. Erstmal Fabio Ciaroria, der junge Deutsch-Italiener. Ich glaube, spielt tatsächlich für die italienische Juniorennationalmannschaft hier von Werder Bremen als Base Rookie. Rodrigo Salazar Rookie, Kofi Kiré Rookie. Wobei Ciaroria ist, sag ich mal, ein echter Rookie, die anderen beiden, ja. Dann haben wir Legende Franz Beckenbauer. Hier gibt es übrigens auch Charlie Körbel von der Eintracht, den würde ich gerne ziehen. Und dann haben wir Maya Yoshida als erste nummerierte Karte zu 156 von 250 für Schalke. Also so werden die meisten nummerierten sein, 250 oder 300. Bei Finest ist das sogar noch aufgerundet sozusagen. Bei Chrome und so weiter hat man ja normalerweise so zu 99, 199 und so weiter. Lars Stindl, Ruben Vargas, nochmal Anton Stach. Die nächste Insert ist Lucas Hernandez, Guardians und dann noch ein Refractor für Dani Olmo, der im Supercup abgegangen ist. So, nächstes Pack. Ist ja eine nummerierte. Ludovic Ajourc. Dajok, dann Adeyemi, Marlin Röhl Rookie,
Dann haben wir eine Strikers-Karte. Strikers, Strikers, Strikers. Von Lukas Metscher. Und dann eine Green Wave von Thiago Thomas. Green Wave, keine Ahnung, wie die nummeriert sind. Zu 99 tatsächlich. 77 von 99. Relativ niedrig nummeriert mittlerweile. Ich habe es ja schon beim Chrome-Video gesagt. Ja, früher die ersten Serien bei Bundesliga, da war zu 99 war das höchste überhaupt. Die wollte man eigentlich nicht haben. Und es sieht so aus, als ob wir hier unser Autogramm hätten. Deswegen lege ich das mal zur Seite. Außer wir haben irgendwie zwei umgedrehte Karten. Beziehungsweise, ja, ich glaube, da haben wir unser Autogramm drin. Geraldo Becker, Sadio Mané, Marco Richter, dann Giekewitz und Borna Sosa, der auch jetzt noch gewechselt ist, zu Ajax Amsterdam, glaube ich, zu 150. 31 von 150. Damit haben wir schon unsere drei und es kann sein, dass wir hier nochmal eine Peril drin haben. Erstmal Lauren Ulrich, Rookie-Karte, auch starker Youngster von Stuttgart, Daich Kamada. Dann haben wir Justin Shea, den habe ich ja bei Chrome, falls es nicht gesehen hat, als Autogramm gezogen. Dann haben wir hinten eine Black Wave, Luca Netz zu 199. Ich bin gerade tatsächlich dabei, dieses Jahr gibt es die, glaube ich, leider nicht. Diese Black Wave Autogramme waren letztes Jahr zu 150, da versuche ich alle Spieler von zu bekommen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das noch hinbekomme, ich habe schon einige. Das heißt, wenn ihr davon welche habt, schreibt mir gerne auf Instagram, @ByUsUnited. So, erstes Autogramm ist... Oh, was ist das für ein Verein? Ist es Bayern? Oder ist es was anderes? Oder ist es... Ich glaube, da steht Bayern. Na, ich bin mir nicht sicher. Also, sieht auf jeden Fall nach einem Base-Autogramm aus. Bayern wäre wahrscheinlich nicht so schlecht. Es ist... Kingsley Coman, es ist tatsächlich Bayern. Cooles Autogramm, starker Spieler. Es sieht sehr, sehr unnummert aus. Ja, ist nicht nummeriert. Aber Kingsley Coman Autogramm ist schon mal ein guter Start. Also für ein unnumbered Autogramm ist das, denke ich, ganz gut. Ich gehe davon aus, ja, Bellingham, Wirtz, Kolo, wobei Kolo vielleicht noch, aber ich glaube, Jamal Musiala und so weiter, ich glaube, die gibt es nicht in unnummeriert. Also könnte ich mir zumindest vorstellen. Kingsley Coman, cooles Autogramm, den habe ich letztes Jahr in Tier 1 schon mal gezogen. Aber ja, also, das war die erste Minibox von 4, deswegen ich versuche mal ein bisschen schneller zu werden. Wir haben ja tatsächlich einiges zum Öffnen. Und ja, das ist meine erste Minibox und ich habe jetzt schon mehr, also das war wirklich die erste Minibox, das war die Hälfte von der Box und es war jetzt schon besser als die Chromebox, meiner Meinung nach. Also natürlich, da haben wir auch ein cooles Autogramm gezogen, aber wir haben jetzt schon eine nummerierte mehr und na, Karten sehen... Wobei, ich finde die Chrome-Karten sind auch cool, aber irgendwie Karten sehen nochmal ein bisschen cooler aus. Und naja. Leite, Upamecano, Paul Vanna, Guardians, Kevin Trapp, sehr geile Karte. Und ein Refractor, Niklas Höfer. Deswegen, also ich würde jetzt auf den ersten Eindruck, würde ich Finest vor Chrome euch empfehlen. Wie gesagt, ein Autogramm mehr. Jetzt kostet es auch ein bisschen mehr. Das gehört natürlich auch dazu. Jamal Musiala. Jung, bitte Körbel, Körbel, Körbel. Ne, Jürgen Köhler und Cola und Marco Richter. Marco Richter, den ich eine Zeit lang auch als PC hatte, beziehungsweise von dem ich einige Parallels habe, einige One-Off-Phones sogar. 34 von 199. Ist jetzt zu Mainz gewechselt tatsächlich. So, nächste Box. Also bei uns sind die Autogramme anscheinend hinten. Tut mir leid, ich bin immer noch ein bisschen krank. Marvin Ducksch, Sosa, Süle, Thielmann und Mario Götze. Sehr geil. Also nummerierte Eintrachtkarten nehme ich eh immer gerne. Zu 250. Purple Wave. Und Eintracht Autogramm auch. Achso, Tuta gibt es zum ersten Mal überhaupt als Autogramm. Deswegen den würde ich auch als Autogramm nehmen. Dann haben wir Edmond Tapsoba, Insert und Timmy Chandler. Aber hier ziemlich mitgenommen, die Karte. Fresh aus dem Pack. Aber Eintracht Refractor. Und
So, dann haben wir, Mohamed Damar, von dem würde ich tatsächlich auch Parallels nehmen, sehr nice, hat bei der Eintracht in der U19 gespielt, jetzt bei Hoffenheim, beziehungsweise dieses Jahr verliehen worden an Hannover, 96, dann Damian und was, Pinkes, Peter Kulacki, auch nice, für Leipzig zu 300 glatt. Und dann sollten wir jetzt hier unser zweites Autogramm drin haben. Mal schauen. Tatsächlich. Dann Frimpong, Duda, Götze, Benzebaini zu 150. Und dann unser Autogramm. Benzebaini kann gleich mithelfen. Ist irgendwie schwarz. Das ist bei Chrome, wäre das jetzt irgendwas Gutes zu 10. Hier ist es meistens, ja, wie gesagt, zu 150 wahrscheinlich. Und es ist Vincenzo Grifo für den SC Freiburg. Ja, guter, solider Bundesligaspieler, italienischer Nationalspieler. Beziehungsweise, ich würde schon sagen, überdurchschnittlicher, guter Bundesligaspieler. Einer der Starspieler bei Freiburg, aber ja, ist jetzt auch kein krasses Autogramm, was man ziehen kann. 36 von 150, auch nicht niedrig nummeriert, deswegen, jo, ist in Ordnung. Nehme ich mit. Ich glaube tatsächlich, dass ich Grifo noch nicht als Autogramm habe, deswegen erste Box Grifo zu 150 und Coman unnummeriert. Bisschen schade, dass Coman unnummeriert ist, aber ja, dann haben wir hier diese 8 nummerierten. Davon Thomas zu 99, also das andere über 100. Und ja, das war die erste Box. Die andere öffnen wir aber natürlich auch noch. Deswegen ist das Video noch nicht vorbei. Aber ich glaube, diesmal mache ich erstmal das Ganze ausgepacke. Und dann gehen wir in die Packs. Zweite Masterbox, deswegen mal schauen, ob wir irgendwas Besseres ziehen. Ich guck mal. Ja, mal gucken. Ich hoffe es natürlich sehr. Aber ich muss sagen, ich hab Spaß. Feines macht immer Spaß. Feines ist cool. Ich halte auch meine Augen weiter auf. Letztes Jahr habe ich mir dann später nochmal 2 Boxen in den USA gekauft, als die Preise deutlich gefallen waren, beziehungsweise die mal da im Angebot waren. Und ja, deswegen, vielleicht mache ich dieses Jahr auch nochmal. Weil, ja, wenn die Boxen dann später vielleicht nur die Hälfte kosten oder so, dann kann man da noch mal ein bisschen mehr von öffnen. So, dann habe ich jetzt meine beiden öffnen. Wir machen aber wieder erstmal eine Minibox, dann die andere. Dann habt ihr vielleicht ein bisschen auch einen guten Eindruck, was so eine Minibox und was eine Box so bringt. Dann haben wir Itakura, der hat gerade gegen die Bayern Tor gemacht. Das läuft gerade. Und Kolomyani Refractor, das nehme ich mit. Das ist schon mal ein guter Start für diese Box. Ich muss gucken, ob der clean ist. Auf den ersten Blick nichts erkennen, vielleicht unten ein bisschen. Colo Rookie, sehr, sehr cool. Weil, ja, deswegen meine Videos, die gehen ein bisschen um Spaß, um euch zu zeigen, was ich so ziehe. Sami Khedira und grüner Ljubicic. Aber ich will euch auch ein bisschen, damit ihr vielleicht einen Eindruck habt, was man so erwarten kann. Luigi zu 99. Ich hoffe, das bedeutet nicht, dass wir wieder, dass das die niedrigste Nummerierte ist. Aber ja, damit ihr so einen Eindruck habt, was bekommt man so pro Box. Wir haben was Goldenes. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. 2 Nummerierte, scheinbar. Und, das ist eine nummerierte Legends-Karte. Die Legends gibt es als Base, als zu Gold zu 50. Das haben wir, glaube ich. Dann noch zu 5 und als One of One. Und da hoffe ich, dass es eine 50er Olic ist. Dann habe ich nämlich einen Abnehmer. Und es ist Legends Charlie Körbel. Das ist geil. Das ist schon mal ein guter Pull. Und dann noch ein lilaner Patrick Wimmer. Aber erstmal als Base noch nicht, also die normale Legends-Karte noch nicht gezogen. Aber hier die extra Parallel in Gold. Karl-Heinz Körbel, Charlie Körbel, 26 von 50. Bundesliga-Rekordspieler immer noch. Sehr, sehr geil. Das ist auf jeden Fall schon mal top. Also, wir hatten eben die Kolomyani Refractor.
Und jetzt noch Körbel zu 50. Das ist schon mal sehr gut. Wimmer war zu 2,50. Ja, also die Box ist schon mal ganz schlecht. Wenn das Autogramm noch stimmt, wenn jetzt vielleicht noch ein Kolo als Autogramm hinterherkommt oder noch eine One-of-One oder so. Irgendwie Bino Gittens Rookie ist auch nicht schlecht. Wimmer, Bauer, Ginter und Kevin Trapp. Also, das wird eine Eintracht-Box, Leute. Also, wenn da kein Tuta oder Kolo Muani Autogramm rausspringt, am besten als Superfractor. Ich beschreie es einfach, ich beschreie es. Tabsoba und eine schwarze Justin Shea zu, ich glaube, 199 oder so. Ja, 130 von 199. Und letztes Pack der dritten Minibox. Köhler, Chandler, Frömmel. Nochmal Greenwave Gulaschi. Auch zu 99, glaube ich. Damit haben wir in der Minibox ja 47 von 99. Eben hatten wir eine 99 und jetzt haben wir in der Minibox schon 2 zu 99 plus eine zu 50 mit Körbel. Und habe ich gerade verkackt? Ja, ich habe gerade verkackt. Ich habe gerade das Autogramm gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr es auch schon gesehen habt. Ich drehe einfach mal um. Es ist nämlich Felix Agu in Lila von Werder Bremen. Lila ist zu auch zu 99. Felix Agu, jo. Der in der ersten Saison in Bremen bisschen mal gehypt worden, Rookie-Karten, aber ja, ist wieder ja, durchschnittlicher Bundesligaspieler, wenigstens nummeriert, sage ich mal so, aber jetzt auch kein großer Pull, deswegen hoffe ich, setze ich alles auf das letzte Autogramm. Wie gesagt, Coman ist cool, ist nicht groß wertvoll oder sowas, aber ist cool, aber jetzt ja, ist kein Kolo, ne? Schlotterbeck und Lienert. Wobei mir bei Kolo ist ihm auch egal, was er wert ist. Das ist für mich die eigene Sammlung, genauso wie ein ja, Tuta, wie gesagt. Aber ist er trotzdem besser für mich. Dann haben wir Aaron Center, Rookie für Augsburg. Tyram, Demir bei Legend, Kagawa. Und eine Black Wave für, beziehungsweise von Demi bei. Aber ich muss sagen, diese Box ist auf jeden Fall schon mal besser, in dem Sinne, dass wir die Körbel zu 50 haben, 2 zu 99 und ich hoffe, das zweite Autogramm ist auch nummeriert. Jonathan Tah, Pink, ich glaube, die sind zu 300. Ja, 139 von 300. Drei Päckchen noch. Der ganz große Hit bleibt bisher noch aus, aber kann ja noch kommen. Füllkrug, Lacroix und Maxi Arnold. Aber ich finde es schon mal entspannt, dass die Autogramme in meinem letzten Pack sind. Zumindest bei mir in der Box. Wie gesagt, ich habe schon eine Box gesehen, da war es anders. Aber so kann ich mich drauf einstellen. Strikers, Gregoritsch und eine Purple Wave von Suarez. Ja, ist jetzt auch nichts Weltbewegendes. Zu 250. Allerletztes Päckchen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ritter, Meiner, Osterhage. Ganz hinten nochmal eine schwarze Joao Cancelo. Das ist eine coole Karte, muss ich sagen. Auch wieder nicht super niedrig nummeriert, aber ist cool, zu 199. Und jetzt letzte Karte. Letzte Karte. Ich hole mir Kolo schon dazu. Erstmal jetzt cooler Spieler. Beziehungsweise ich will was Nummeriertes, weil ich glaube, die ganz coolen Spieler, die gibt es nicht als unnummeriert. Und ja, ich glaube, es ist nicht nummeriert. Es kann auch sein, dass man in jeder Box eine nicht nummerierte bekommt. Und es ist Mergim Berisha, den ich auch schon gezogen habe, im Saison-Superstars-Pack als Not Numbered. Damals zu 25 gezogen, hier nicht nummeriert. Dazu noch, ich weiß nicht, ob man es hin kann, hier einen fetten Kratzer vorne. Also, na, nicht wirklich gut. Mergim Berisha jetzt von Augsburg zu Hoffenheim übrigens gewechselt.
Auch noch spät in der Transferperiode. Aber ja, das war meine zwei Finest Boxen. Hat auf jeden Fall richtig gebockt. Und ja, die Ausbeute ist, glaube ich, durchschnittlich. Also das könnt ihr so erwarten. Was halt sehr, sehr nice ist, ist das hier. Ganz, ganz viele Nummerierte, ganz viele Parallels. Davon sind viele sehr, sehr hoch nummeriert. Die sind nicht viel wert. Also es gibt auch Leute, die labern euch da voll und keine Ahnung was. Die sind nicht viel wert. Die Karten sind alle, keine Ahnung, 1, 2, 3 Euro wert. Wenn das jetzt nicht Kolumbiani oder so ist. Aber ja, dann die Karte ist sehr, sehr geil. Die muss ich auch noch in eine Top-Loader packen. Karl-Heinz Körbel zu 50. Das ist besonders für mich als Eintracht-Fan eine sehr, sehr geile Karte. Leider gibt es ihn diesmal nicht als Autogramm. Und dann waren das die Autogramme zweimal unnumbered. Wie gesagt, kann sein, dass immer eine unnumbered Autogramm pro Box ist. Coman, sehr, sehr geil. Berisha auch in Ordnung, würde ich sagen. Außer halt der fette Kratzer, das hat übelst scheiße. Und dann waren das noch die beiden numbered Autogramme. Felix Agu und Vincenzo Grifo zu 99 und zu 150. Also auch nicht wirklich niedrig nummeriert, aber immerhin Nummerierung drauf. Und ja, also ziemlich also nichts Krasses, nichts Weltbewegendes gezogen, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Dann noch eine Kohle Refractor, was ganz cool ist. Und ja, das war's dann von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt wie immer eure Puls in die Kommentare, eure Meinung in die Kommentare zum Produkt. Und dann war's von mir für heute. Wir sehen uns bald wieder hier bei Snighted. Ciao, ciao.